Deutsche Zeitgeschichte verfilmt mit deutschen Topstars der Bader-Meinhof-Komplex. Bei der Premiere in München drängten sich die Stars auf dem roten Teppich. Aus dem Film von Regisseur Uli Edel und Produzent Bernd Eichinger ist ein packendes Politikdrama geworden. Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern. Wie soll das denn gehen? Was ist denn das für eine scheiß bourgeoise Fragestellung, ne? Vorlage für den Film war das gleichnamige Buch von Ex-Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust. Schwerer Stoff, auch für Star-Produzenten. Man geht ran mit großem Respekt und großer, ja, ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber dann doch mit einem gewissen Muffel. Dass der Film überzeugt, liegt auch an den hervorragenden Schauspielern. Moritz Bleibtreu schlüpft in die Rolle des jähzornigen Andreas Bader. Ja, Sie können doch verlieren, dass Sie ein faschistisches Arschloch sind! Scheiße! Es muss eine sehr narzisstische Persönlichkeit gewesen sein, sehr selbstverliebt, sehr, sehr eitel. Aber auch ein Mensch mit wahnsinnigem Charisma und wahnsinniger Ausstrahlung. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, so viele Menschen in diesen Band zu ziehen und ihm zu folgen. Authentizität wird in diesem Film großgeschrieben. Die Darsteller haben sich intensiv auf ihre Rollen vorbereitet. Es kam dann, bevor wir anfingen zu drehen, gab es dann die Tonbandaufnahmen, wo man die Gudrun Ensslin sprechen hören konnte, was es an bewegtem Bildmaterial, an Schnipseln gibt, was es zu lesen gibt. Natürlich den Stefan Aust, auch den Bader-Meinhof-Komplex gelesen. Schauspielerin Martina Giedek ist als Terroristin Ulrike Meinhof zu sehen. Sich bei den Dreharbeiten monatelang in so einer Gewaltspirale zu bewegen, war für sie alles andere als einfach. Die Taten, die getan wurden, sind so schrecklich und in keinster Weise auch vertretbar, auch für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man da reinkommen kann. Die Wahrheit ist aber, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist. Die Geschichte des RAF-Terrors ist auch ein Stück unbewältigter deutscher Vergangenheit. Vielleicht zieht einen dieser Film gerade deshalb in seinen Bann. Im Kino läuft der Bader-Meinhof-Komplex bundesweit am 25. September an. Während die Stars die Premiere feiern, müssen sich die Fans also noch etwas gedulden.